Ich bin's, der Arthur, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Skyrim. Also, Freunde, ich bin ja rumgelaufen und dann war hier ein Weg. Da war ja noch ein kleiner Kampf mit Maria. Und ich wollte jetzt nicht deswegen extra so die Folge anmachen und so weiter. Dann wollte ich noch einen Schrein von Mara hier vorne, dann konnte man rechts da vorbeigehen und dann ja, gucken, ob es jetzt hier weitergeht. Sieht ziemlich gut aus. Dass einfach mal von Süden hochkommt. Und ja. Hier geht's runter. Und dann als Trolle. Hoffe ich, dass es euch soweit gut geht, dass ihr einen schönen Tag hattet, das Wetter genießen konntet. Nur mal das Troll fest. Dann bin ich hier hoch. Das würde mich mal interessieren. Nur mal kurz gucken. Wenn man Meruns Dagon entdeckt. Da mussten wir gar nicht hin. Wir mussten dahin. Ja. Dann machen wir das noch nicht. Meruns Dagon, das sagt aber irgendwas. Ich kann es jetzt nicht ganz zuordnen. Gehen wir einfach hier so quer fällt ein. Na da, schau an. Wir haben hier wohl einen. Gut. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Klappt schon. So, weg mit dem Dreck. Wir brauchen nichts von. Heißt doch die. Der Fürstenstein. Während im Zeichen des Fürstensteins steht, ist resistenter gegen magischer Schaden und physischen Schaden. Weniger Schaden kriegen. Nö. Lieber mehr Schaden kriegen. Aber wer für einen Schaden hat, braucht für Spott nicht zu sorgen. Ui, nein. Schauen wir uns mal an. Ihr wisst ja wirklich schon. Die Stiefelspitze davon knutschen. Wo ist denn der Rotz? Okay. Hier ist ein richtiger Weg hoch. Lass mich raten. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie hochgekommen. Das müssen wir mal irgendwo mal testen. Ah. Jetzt will ich noch was gucken. Hier ist ein Weg. Auch. Ja. Hier wäre ein ganz normaler Weg hoch gewesen. Also sie kommt von hier auch hin, von Nordosten. Ich will einmal rumlaufen. Wir haben sie natürlich richtig kompliziert gelaufen. Bin hier einmal rum und dann hier so wie.
Richtig gut, oder? Da gucken wir, wo der Eingang ist. So. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen, ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresoth waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arroganz wurde unerträglich. Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter. Ich wünschte, Lokiel würde sich beeilen. Am liebsten würde ich zurück zur Burg reisen und Hakon sagen, was für einen Idioten er mit dieser Mission beauftragt hat. Und ich würde am liebsten Lokiel von eurer Untreue erzählen. Das würdet ihr nicht wagen. Und jetzt seid still und haltet die Augen auf. Okay. Aha, wo bist du? Bam. Easy. Hundefleisch, ein paar. Ach, auch über den Eisenfall wieder, ja. Ah, die lohnt sich. Ja, Lerning. Ständer. Oder das hier. Welche Bücher? Du noch dabei gehabt? Jetzt Papierstaub. Ja. Und dir dem. Musst dir her. Können wir noch ein paar Sneaky Attacks machen. Hier gemacht. Nee. Wo sind die Vampires? Alle Dorn. Ist da jemand? Einmal. Vampir.
Die rüsten wir auf jeden Fall mit. Irgendwas schießt hier auf mich. Noch mehr? Nö, nö. Na geile, Pfeile. Also Leute beerdigt. Kriegen wir auch die Pilze mit. Okay. Na, du Drauger. Also, ich muss ehrlich sagen, dass das auf dem Monitor heller ist als auf dem Gaming-Monitor. Wundert euch nicht, wenn ich manchmal nach links gucke. Da gucke ich auf meinen OBS-Monitor. Aber was zum Entzaubern? Ja. Weltkosten, Monika, regeneriert 5%. Das ist auch nicht schlecht. Hübsch. Da kamen wir, genau. Ich habe wieder den falschen. Mein Blut gibt's nicht, habe ich was gegen. Das soll ich mitnehmen. Granatstein, ja. Nee, das ist ja nichts mehr. Wir bleiben bei dieser Tür hier. Reicht sie aber. So, jetzt ist aber Feierabend hier, Ruhe und Puff. Nein, ich will nicht warten. War sonst nicht. Meister, Meister.
Moin, Meister. Bergpfeile, Gold, orkische Panzerhandschuhe, Armschienen von zwergischen, genau, ja, Jagdbock ist bald. Okay, hier haben wir noch einen. Speichern wir. Dann machen wir mal einen Kerzenschein. Schöner für euch, oder? Oh. Tut mir leid. Aber du hast dich geirrt. Hier ist sonst nichts. Aber angefangen, ja. Nehme ich noch die Pilze mit. Hatte ich irgendwer gesagt, wir sehen uns hier? Oder so? Der eine. Ja, stimmt. Oder der Dämmerstern, der meinte doch, ja, hier oder so. Wir sehen uns dann hier. Ich hätte ihn ansprechen sollen. Und jetzt werdet ihr sterben. Ja, ja. Ja, nehmen wir mit. Weil er das Vieh auch gepackt hat. Wie geile Erde drauf. Hundefleisch, Gemüsesüppchen, ja, Muschelfleisch, Muschel. Da ist er, da haben wir schon. Oh, hübsch. Falsche. Ja.
Gehen wir. Hübsch. Handy mault hier gerade rum. Ja, ich könnte mal ein bisschen Saft brauchen. Ja. Gib mir meinen Saft, ich gebe dir deinen. Nichts. Nicht, ne. Er damit. Na, lange noch. Nee, erstmal hier. Siehst du, hat sich nochmal gelohnt, nach rechts zu gucken. Ja, auch mit. Weil es viel zu kurz. Kurz. Muss ich jetzt aufmachen? Hebel. Wow, aber gut, einfach passt. Powertränke. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Easy. Ach, ich ergebe mich. Erst wegen ja große Töne spucken und dann sowas, hast du? Aber mein Junge, so geht das aber nicht. Was speichern wir? Noch mehr. So, nehmen wir einmal Flammen und einmal das. Ja, das. Fällt mir gerade was ein, was wir mal machen können. Einmal auf Magie gehen. Und dann aktivieren wir den nochmal. Habe ich noch nicht gemacht. Den Rest haben wir. Dann speichern wir. Und dann geht es in die Dämmerhöhlen. Kaverne. Ähnlich ist eben schon. Schnell Dämmer, Höhlen, Kaverne. Kaserne, Kaverne, ja. Ich glaube euch, Wächter. Und ich glaube nicht, dass ihr wisst, was ihr hier entdeckt habt. Also geht zu eurem geliebten Stander. Seid ihr sicher, dass das eine weise Entscheidung war, Lupin? Er hätte uns vielleicht noch etwas sagen können. Wir selbst sind noch keinen einzigen Schritt weiter. Er wusste nichts. Er hat seinen Zweck erfüllt, indem er uns hierher geführt hat. Und wir werden nicht mit leeren Händen zurückkehren. Vingalmo und Orkjolf werden vor mir niederfallen. Ja, natürlich, Lupin. Vergesst nicht, wer euch von der Entdeckung der Wächter erzählt hat. Ich vergesse niemals, wer meine Freunde sind. Oder meine Feinde. Aha.
Oder mega, ne? Dieser Lichteinschlag, ein Dings hier. Richtig gut. Richtig. Richtig gut. War jetzt so der Dedra, aber vom Ständer. Da ist eine Hose, Tunika. Aber brauche ich nicht mitnehmen. Zwei Waffen brauchen wir gerade nicht. Das nehmen wir mit. Nicht so ein Level gehabt? Ja, yeah. Ja, nehmen wir, nehmen wir. Das kann hier bleiben. Hier, Diener, nehmen wir. Die Lederausrüstung behalten. Vielleicht kannst du behalten. Den haben wir noch. Den haben wir. Den haben wir. Haben wir nicht noch ein Skelett oder so? Vorne. Beides mitnehmen. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Lokiel. Ja, war super, der gar nichts dabei. Oh, was ist los? Anu? Hm. Ich bin hier gekommen, aber... Was soll ich hier machen? Dass die Vampire, die in deine Wasserkeit haben, war möglicherweise Suche nach etwas, das in der Israel hat mich gebeten. Ja, so werden wir nach die Vampire suchen. Ja, habe ich doch jetzt. Ach, ein Puzzle. Okay, ah, da ist noch einer.
Nicht der. Was ist gerade passiert? Aha. Oh, wo ist... Wer schickt euch her? Ein Mann namens Isran. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist er so wie ich? Meinst du, so wie ihr? Ein... Merkt ihr es nicht schon, wenn ihr mich ansieht? Ein Vampir. Warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Es ist kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, helft mir zurück zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Erzähl mir etwas. Es liegt auf einer Insel in der Nähe von Einsamkeit. Hoffentlich finden wir ein Schiff, das uns dorthin bringen kann. Es ist das Zuhause meiner Familie. Es ist kein besonders einladender Ort, aber je nachdem, wer da ist, werde ich dort in Sicherheit sein. Warum werdet ihr nicht hier sicherer? Sagen wir mal, dass mein Vater und meine Mutter ein wenig zerstritten sind. Macht euch keine Sorgen, ich bin nicht in Gefahr. Es wird nur sehr unangenehm sein, meinem Vater zu begegnen. Wie lange warst du denn da drin? Gute Frage. Schwer zu sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wer ist Großkönig von Himmelsrand? Ich habe nie von ihm gehört. Hat er viele Anhänger? Das Kaiserreich unterstützt Elisiv, aber im Himmelsrand gibt es viele Anhänger von Ulfric. Kaiserreich? Was? Welches Kaiserreich? Das Kaiserreich aus Cyrodiil. Cyrodiil ist der Sitz eines Kaiserreichs? Ich muss länger fort gewesen sein, als ich dachte. Definitiv länger, als wir geplant hatten. Bitte, wir müssen uns beeilen. Ich muss zurück nach Hause, um herauszufinden, was passiert ist. Ja, das ist sie. Und sie gehört mir. Warum habt ihr eine Schrift als Rolle der Alten? Das ist kompliziert. Ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Es tut mir leid. Also die ist jetzt meine Partnerin, mit der ich rumlaufen könnte. Warum? Darüber möchte ich lieber nicht mit euch sprechen, wenn das in Ordnung ist. Tut mir leid, es ist nicht so, dass... Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen kann. Lasst uns mein Zuhause aufsuchen, dann verstehe ich eher, wo wir alle stehen. Ich will nicht mit den Vampiren zusammenarbeiten. Kann ich auch zu dieser Auswahlmöglichkeit nochmal zurückgehen, dass ich sage, ey, ich will dich hier aber und so. Finde ich schon ziemlich cool, ne? So cool gezeichnet. Es liegt auf einer. Es ist das Zuhause meiner Familie. Es ist kein Mein Vater und ich verstehen uns nicht besonders gut. Ach, wenn es ausgesprochen wird, klingt es so. Gewöhnlich. Das kleine Mädchen versteht sich nicht mit seinem Vater. Die Geschichte habe ich schon 100 Mal gelesen. Ich will aber nicht. Mensch, komm. Oder gehört das dazu? Bei der Erkundung der Truppe hat man deutlich eine Frage aus einer uralten Sache gefragt. Ist
was nun? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. So leicht werdet ihr mich nicht los. Da bin ich anderer Meinung. Wenn ihr glaubt, dass ich euch das Vergnügen ganz alleine überlasse, dann liegt ihr falsch. Ihr könnt vorangehen, aber ich werde auf euch aufpassen. Sollten wir nicht weitergehen? Ich will wirklich zurück nach... Ich wusste, dass ich euch fehlen würde. Ich glaube einfach... ich habe einen Fehler gemacht. Nee, noch eine andere Richtung. Da war ich noch nicht. Oh, Gargoyle. Hübsch. So muss das sein. Komm mitnehmen. Es wird gut tun, draußen wieder tief durchzuatmen. Das Sonnenlicht fehlt mir nicht, aber ich vermisse die frische Luft. Überlege. Ob ich mit der nicht einfach Dings mache. Ob ich die nicht einfach zu den Papierjägern bringe. Hier ist echt schlecht durchzugucken, durchzublicken, meine ich. Das scheint der richtige Weg zu sein. Ich fing schon an, mir langsam Sorgen zu machen. Na gut. Okay. So, wir schnell gehen. Okay.
Irgendwo ein Hebel oder so? Hätte. Über den da. Haltet die Augen offen. Wer ist da? So. 41 Minuten wieder. Wir werden an dieser Stelle Cut machen. Ich muss mal gucken, wie wir weitermachen. Ob ich die wirklich dahin bringe oder ob ich sie zu den anderen bringe, ich weiß es noch nicht genau. Werdet ihr morgen sehen. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Bye.